Wir sind zurück bei Let's Ride und ich freue mich ganz herzlich, dass ich heute zu Zugu begrüßen darf. Wir machen nämlich heute 3 Runden auf 4 Kilometer erstmal wieder Unfug. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Also legen wir los, quatsch mir gar nicht lange, wir haben tierischen Zeitmangel und wir haben Motorrad. Sehr gut, das nehmen wir auch gleich, würde ich sagen. Dann müssen wir nicht sehr viel Zeit ins Tuning stecken. Und die Maschine war gar nicht mal so schlecht. Ach ja, die gute RSV 1000 SP. Die SP ist ja die Sonderedition gewesen, denn von dieser Maschine wurden nur 150 Stück gebaut, das habe ich euch ja schon mal erzählt, damit sie bei der Superbike WM mitmachen darf und zugelassen wird. Ist ja so ein kleines Kriterium da immer. So, mal gucken, ob sie sich auch ganz gut schlägt soweit. Oh, aber wild ist sie. So, wir fahren auf jeden Fall schon mal gegen eine Honda. Ach ja, stimmt, das ist ja die andere, die wir nicht nehmen können. Und auch nicht nehmen wollen. So, The Blank. Ah, hier. Kein Ding, Alter. Unsere schöne 2000 lässt sich das nicht so gefallen. Mann, The Blank vorbei hier. Ah, guck mal, da vorne fahrt ihr. Zonka. Ich wusste doch, Alter. Wenn ich euch suche, dann seid ihr immer vorne. Denn ganz meinem Motto nach, wo ich bin, ist vorne. Und leider muss ich jetzt sagen, ich fahre weg. Aber das Gute ist, ihr fahrt die gleiche Maschine wie ich. Okay, ihr seid wieder gut dabei. Ihr wisst schon, warum man bremsen tut an der Stelle. Naja, ist ja kein Ding, Alter. Ach ja. Macht echt Spaß. Schön in Gold. Na gut, goldene Felgen, mehr auch nicht. Wir sind ja auf Goldkurs, da können wir ruhig mal ein bisschen protzig sein, würde ich mal sagen, ne? Was ist eigentlich mit euch hier los? Warum? Ne, ist die gleiche Maschine, aber bei euch wirkt das Rot irgendwie ein bisschen roter. Meinst du, es ist so ein bisschen... Ja, vielleicht liegt es auch am Kamerawinkel. Okay, ich muss mich jetzt mal an dieser schweren Maschine hier dran gewöhnen, wo ich da... Boah, den Lenkpunkt hast. Ich glaube nämlich, ich bin diese... Ja doch, ich bin diesen wunderbaren Drahtesel hier bin ich leider noch nicht ohne Bremshilfe gefahren. Also, Bremshilfe im Sinn von Bremsmarkierung. Stimmt ja, da hatte ich auch noch goldene... Brems- und goldene Kupplungshebel noch eingebaut und vor allen Dingen erstmal schön Drehgriff noch eingebaut. Alter, die Maschine, Alter, die will's aber auch wissen. Woo! Schön locker hier. So. Dieser, ich würde mal sagen, Rewind zählt nicht so ganz als ganzer Rewind. Ich habe ja schließlich nur dann meinen aufs Maul legen wieder geresettet. Mal gucken. Aber diese Maschine ist schön. Schöne Aprilia. Gefällt mir. So. Ich finde es schade, dass es bei diesen Duell-Dingern hier keine Teamrennen gibt. Das wäre auch schön. Dass man mal so. Ich weiß nicht. Vielleicht so Hälfte-Hälfte als Duell machen könnte, weißt du? Dass man sich festlegt. Ja, Team A fährt nur mit den Aprilias. Team B fährt nur mit den Hondas. Aber ihr seht ja auch hier schon: LeBlanc und ihr und ich fahren erstmal wunderbar. Mit der Aprilia weg und das Verfolgerfeld kann sich mal sonst wo an die Nille packen. Ist also kein Problem. So, guck mal, trotz aufs Maul fliegen, also wenn ich weiter mal trotz neben der Strecke fahren, sind wir trotzdem 1,5 Sekunden schneller als in der ersten Runde. Die habe ich jetzt eine Menge verloren. Gut, dann bin ich mal gespannt in der dritten Runde. Ihr merkt schon, mir fehlen heute ein bisschen die Worte. Aber ich bin auch müde. Ich bin echt müde. Jo. So. Ja, sieht gut aus. Sieht sehr gut aus. Jetzt, oh, da haben wir trotzdem noch 1,8 am Schluss nochmal rausgeholt. Ja, da frage ich mich echt, wie die Zeiten immer hier zustande kommen, was ich da noch für Zeiten raushole. Wenn ich mal hier anständig fahren würde, was ich denn für Zeiten raushole aus der ganzen Zitrone. Das letzte Tröpfchen rausgequetscht, Alter, was denn ein Saft da. Wow! Alter, was war denn das? Also ich habe da nur so ein... Ich habe nicht mal Gas gegeben, ich habe einfach...
Ich habe einfach nur die R2-Taste so leicht gedrückt gehalten, wie ich sie hatte. Und das hat schon gereicht, um mir das Hinterrad wegzuzimmern? Ist ja krass, Alter. Los, komm, zieh hoch hier. Schade. Okay. Irgendwas stimmt ganz und gar nicht. Ich bin gerade mal richtig euch weggefahren. Und vor allen Dingen LeBanc auch. 3,5 Sekunden. Ja. Siehst du, da fährst du einmal ein bisschen richtig und schon kannst du da ordentlich Speed rausholen. Na gut. Ob man das jetzt so richtig fahren nennen kann, weiß ich jetzt immer noch nicht. Weil die Maschine ist wirklich Gold wert. Aber ich muss auch sagen, die ist auch richtig... Die ist auch richtig getuned. Von oben bis unten. Aber ich mag ja diesen Sound. Das ist einfach ein wunderbarer Sound. LeBlanc ist noch auf 2. Wo seid ihr denn? Sagt mir jetzt nicht... Sagt mir jetzt nicht, ihr seid irgendwo gecrashed oder so. Aber wahrscheinlich hängt ihr direkt hinter ihm. Kurz gucken. Na, wo ist er? Da ist LeBlanc. Ja, ihr hängt direkt in seinem Windschatten. Mal gucken, ob er es noch schafft, ihn zu knacken. Zeit verbessert nochmal. So, ich drücke euch die Daumen. Jo, 10.000 für euch. Den Ruf könnt ihr haben. Brauche ich nicht. Rote Honda. Yes, Alter, ihr habt ihn noch gekriegt. Ihr habt ihn noch gekriegt. Wie geil ist denn das? Ha, knapp, aber ihr habt ihn gekriegt. Ja, coole Sache, Mann. Ja, so muss das sein. Guck mal, 3 Aprilias, dann erst hässliche Honda, dann wieder eine verirrte Aprilia und wieder 3 Honda, eine verirrte Aprilia. So muss das sein. Aber im Durchschnitt haben die Aprilias Messer abgeschnitten. Sehr schön. Okay, weiter geht's. Jo, dann starten wir euch weiter. Magnekur wartet auf uns und ich bin mal gespannt, ob ihr da wieder genauso gut abschneidet wie eben gerade. Vielleicht macht ihr sogar einen ersten, wer weiß. Warte mal. Ach ja, da fahren wir jetzt wieder eine andere Maschine. Ist ja geil. Ach ja, hab ich ja ganz vergessen. Ja. Also, ich will ja nichts sagen, aber... ich liebe die Bugs. Ich liebe die Bugs bei diesem Spiel. Darf ich euch vorstellen, die neue Ninja ZX-10R, gesponsert von AV Augusta. Ist das geil. Ja, die auf keinen Fall würde ich ungern fahren, denn das ist ja unsere störrische, die ja leider nur... Ach nee, auch nicht! Warte mal, das ist ja auch ein ganz anderes Bild. Ach, das ist ja gar nicht die 96er Yamaha, das ist ja auch die Aprilia. Was ist denn hier los, Alter? Ja, ich würde mal sagen, ich bleib meiner Base treu. Ich nehme natürlich die 10 und das müsste die sein, die so einen coolen... Schlangenkopf hat oder so ein Brillenschlangen, keine Ahnung so, aber jedenfalls ist die Beschleunigung top. Und die, ja, außer das Fahrverhalten, aber das ist jetzt ja nicht so wichtig. Also nehmen wir mal die hier, ich bin mal gespannt, Alter. Ach ja, das war ja die wunderbare Neudesignte, stimmt ja, mit 2 oben liegenden Nockenwellen. Boah, das, 2 oben liegende Nockenwellen beim Motorrad, muss man sich mal vorstellen. Das prescht die Maschine ganz nach vorne. Und nein, stimmt, es ist nicht die Schlangenkopf-Variante, denn das war, glaube ich, das 2000 oder 2006er Modell. Muss ich aber jetzt mal gucken. Hammer. Ah, und in Weiß fährt auch einer mit. Ist ja cool. Vielleicht sollten wir uns mal wechseln. Ne? Alter, hier fahren ja nur... kann es irgendwie sein, dass nicht einer einzige Aprilia mitfährt? Was ist denn hier los, Alter? Alle nur auf einer Ninja unterwegs, oder was? Hier, Ninja, Ninja, Ninja. Die weiße hier war auch eine Ninja. Wo ist denn... Hä? Sag jetzt nicht, kein einziger von den Computern hat jetzt die Aprilia genommen. Ist ja lustig. Da hätte ich ja doch vielleicht lieber die Aprilia nehmen sollen. Weil die weiße ist definitiv keine Aprilia. Die weiße ist einfach nur eine weiße Ninja. Mehr ist das nicht. Ninja, Aprilia. So geht. Ja, aber freut mich auf jeden Fall. Macht auf jeden Fall einen schmalen Fuß hier. Oh, fährt sich aber auf jeden Fall sehr geil, die Maschine. Ich liebe das ja mit diesen neuen LED-Lampen hinten drin. Sieht echt gut aus. Das ganze Ding sieht sowieso aus. Kennt ihr diese Fahrradhelme? Ich finde, das ganze Heck, wo die Lampe rangebaut ist, sieht so ein bisschen aus wie ein Fahrradhelm. Oder auch wie so eine Schlange halt, ne? So wie... Oh, so, Jungs, Mädels. Ich weiß jetzt nicht gerade, wer von euch da mitfährt. Ich kenne immer so schlecht. Und dann
Helm gucken. Jo, trotz voller Abriegelung will das Vordere trotzdem abheben. Gut, dass die Traktion gerade noch so reingreift, dass sie es nicht tut. Aber ich muss sagen, die Bremsen sind so geil. Das ist ja auch wirklich einer der Vorteile, warum ich ja im echten Leben ja auch die Ninja einfach so geil finde. Die Bremsen sind unglaublich geil und du musst wenig daran machen. Und ich finde es auch schön, dass Milestone das sehr schön, das Fahrverhalten an sich von einer Ninja sehr gut rübergebracht hat. Aber das haben die eigentlich generell bei allen Maschinen. Also ich bin jetzt nicht jede hier im Spiel gefahren, gerade auch die modernen nicht, aber man kennt es ja von Probefahrten, wenn du da mal rumschraubst, dann musst du ja auch mal mit dem Ding fahren, ob das Problem behoben wurde. Und ich muss sagen, wir sind doch so einigermaßen gut getroffen. Ich würde schon sagen, sehr gut getroffen. Wobei ich es natürlich sagen muss, so viele Modelle bin ich leider noch nie gefahren. Wo ich mir mal sagen muss, eine Ninja tue ich mir immer an. Eine Ninja definitiv. Man will ja auch mal mit der Zeit der Technik gehen. Mal so ein bisschen wissen, wovon man redet. Nicht nur vom Zusammenschrauben. Wow! Alter, war das knapp, Alter. Haha, war gerade so gerettet. Nicht nur vom Technischen her, mit dem Zusammenschrauben und so will ich auf dem Laufenden sein, sondern auch vom Fahrverhalten. Ne? Es kann ja mal sein, dass mich einer mal fragt, hier, wie schaut's aus? Willst du das und das mal mir empfehlen oder so? Oder wenn du mal ein Verkaufsgespräch hast, ne, das mache ich meistens nur bei Fahrrädern. Bei Motorrädern haben wir einen Kollegen. Ich kann ja nicht alles machen. Sonst würde ich ja 24 Stunden nonstop in der Werkstatt sein. Und ich glaube nicht, dass mein Meister mir das bezahlen würde. Nee, aber da muss ja mal mitreden und so weiß man ja auch, was man an dem Motorrad verändern muss, wenn man dann noch das Fahrwerk einbaut oder so. Oder das Ganze ein bisschen straffer stellt. Hier hoch. Yes, Alter, geht noch. Siehst du, das ist die Power. Voll abgeriegelt. Aber trotzdem noch im zweiten Gang hochziehen, Alter. Ja, das schaffen nicht viele Maschinen. Ich will das gar nicht erst mit einer BMW versuchen, mit dem heißen Quatsch, Alter. So, aber jetzt genug gequatscht. Wir sind sogar schon in der dritten Runde, Alter. Habe ich ja gar nicht so gemerkt, Alter. Und ich habe mich noch nicht mal gemault. Trotz Abfahrt über den Acker. Und zweimal hochreißen, habe ich es geschafft, noch keinen Glühwein zu benutzen. Fällt mir gut. Haben wir mal ein bisschen Zeit verloren. Ja, aber das Schöne ist auch einfach bei dem Spiel, jetzt hier gerade diese Duels, die sind sehr geil gemacht, einfach aus vollem Grund. Richtig, wir fahren verschiedene Motorräder in verschiedenen Klassen mit verschiedenen Fahreigenschaften. Und sowas ist eigentlich auch eine schöne Sache. Sonst konnte man sich immer so ein bisschen drauf einstellen, weil man ja eigentlich theoretisch 5 Rennen lang immer die gleiche Maschine gefahren hat und dann erst gewechselt hat, aber hier, dieses Duels, das gefällt mir sehr gut. Und vor allen Dingen, ich sag ja immer die Duels, da seid ihr mit dabei, ihr könnt ja intern ja noch eure eigene Liga gründen oder habt ihr ja wahrscheinlich schon und könnt euch ja aussuchen, welche ihr seid. Ne, Watanabe? Oder Fujima, LeBlanc. Hab ich ja schon festgestellt, da hat jeder von euch so seine Lieblinge. Und ich krieg eine Zeitstrafe. Und zwar eine ordentliche Zeitstrafe. So, dann muss ich ja nochmal richtig Gas geben, Alter, sonst schaffe ich es nicht. Gut. Dann wird's trickiger. Rewind wollen wir nicht benutzen. Hätte ich mir auch denken können, als ich den Curve da so ein bisschen hart genommen habe, dass ich da auf jeden Fall eine Strafe kriege. Aber, ja, ich war ein bisschen verwirrt. Tut mir ja leid. Tut mir ja leid. Aber ich muss auch mal einen hier auf... Wer ist der denn nochmal hier? Der alte Hackfressen-Ferrari-Fahrer. Der Brasilianer hier. Monster? Nee. Monster war eine Strecke. Ihr wisst, wen ich meine. So, erster noch geworden, Alter. Krass, trotz Zeitstrafe. Gefällt mir. Ah, alles in grün. Felgen grün. Oben. Alles in grün. Sehr, sehr schön. Aber egal, wir haben mal richtig Gas gegeben. Das ist ja kein Wunder. Aber ihr seid wieder auf Platz 2. Hier, Kobayashi, Quentin Tarantino ist dabei. Fujita. Denken. Max Denken macht wieder mit, Alter. Geil. Jo, haben wir 2 Rennen heute. Und ich würde mal sagen... Machen wir doch mal heute nur 2, dann machen wir morgen nochmal 2, nochmal 2 oder sogar 3, würde ich sagen. Ne? Also morgen dann nochmal 2 und übermorgen dann 3, das wird dann eine etwas längere Folge, würde ich sagen. Passt auch ganz gut und ich versuche ja für euch immer kürzere Folgen zu machen. Also quatsch mal gar nicht lange, es hat mir wie immer sehr viel Spaß gemacht und sorry, dass ich so kurz angebunden bin. Ich muss noch eine Menge aufnehmen und ja, momentan ist auch gerade irgendwie stressig alles und ihr merkt das ja schon. Die Folgen kommen unregelmäßig.
Zumindest kommen sie noch am selben Tag. Aber momentan ist gerade ein bisschen der Fehlerteufel wieder drin. Ich mach's mir einfach selber zu stressig und da entstehen Fehler. Stress gleich Fehler, genau. Also, macht was Sinnvolles. Besser als was ich hier so abliefere. Also, ciao!